Früher oder später bekommt jeder PlayStation 2-Besitzer einmal dieses Problem, egal ob er die Fat- oder die Slim-Variante der PS2 besitzt. Die PS2 verweigert ihren Dienst, indem sie keine Spiele mehr lädt. Egal wie ihr die CD einlegt oder die PlayStation einschaltet und resettet, immer landet ihr nur im Homescreen und der Media-Browser meldet, dass die Daten nicht geladen werden können. Meistens fängt das Problem zuerst damit an, dass reine PlayStation 2 Spiele nicht mehr geladen werden. Spiele für die PlayStation 1 und oder Video-CDs dagegen werden noch gelesen. Dies ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Laser in eurer PlayStation langsam schwächer wird. Der die CD abtastende Laserstrahl wird von einer Laserdiode erzeugt. Diese Diode verschleißt mit der Zeit und der Laserstrahl ist dann zu schwach, um insbesondere bei mehrschichtigen Datenträgern wie zum Beispiel DVDs alle Daten zu lesen. Um die einschichtigen CD-ROMs der PlayStation 1 Spiele lesen zu können, auf denen auch die Datendichte nicht so hoch ist, reicht die Stärke des Lasers dann oft noch aus. Auch Video-CDs können dann manchmal noch abgespielt werden. Auch gehen wir an dieser Stelle davon aus, dass euer Laufwerk nicht verstaubt und die im aufgeklappten Zustand leicht erkennbare Linse nicht völlig verdreckt ist. Sollte das der Fall sein, dann befreit zuerst das Laufwerk von Dreck und reinigt die Linse ganz vorsichtig und ohne Druck auszuüben mit etwas Isopropylalkohol oder einem nicht aggressiven und nicht schmierenden Mittel. Drückt nicht mit dem Finger darauf herum und verwendet keine Reinigungs-CDs, auch wenn in vielen Foren, wenn auch von meist ahnungslosen Tippgebern, oft dazu aufgerufen wird. Die kontrollierte und vorsichtige Reinigung der gut erreichbaren Linse ist sehr viel besser und sicherer als die Verwendung einer Reinigungs-CD. Dass eure Spiele-CDs in gutem Zustand und ebenfalls ohne Dreck und grobe Fingerabdrücke sind, auch davon gehen wir ebenfalls in diesem Video aus. Sollten also alle Reinigungsversuche von Laufwerkschacht, Linse und Datenträger nichts gebracht haben, so haben wir jetzt nichts mehr zu verlieren und machen uns an einen Reparaturversuch, für den man nicht allzu viel Geschick braucht. Nur wer völlig untalentiert ist, sollte es nicht selbst versuchen und lieber einen Freund um Hilfe bitten, um die ansonsten noch gute PlayStation nicht zu ruinieren. Zuerst öffnen wir das Gehäuse der PS2. Dazu befreien wir sie von allen Anschlüssen und drehen sie auf den Kopf. Es sind 6 Schrauben zu lösen, die sich hinter Abdeckkappen aus Plastik und Gummi verstecken. Achtung, die beiden Gummiplättchen nicht entfernen, unter denen keine Schrauben sind. Die letzte Schraube sitzt unter dem Garantiesiegel, das wir jetzt aber sorglos brechen können. Denn unsere Garantie sollte seit Jahrzehnten abgelaufen sein. Jetzt die 6 Kreuzschrauben lösen, die PlayStation umdrehen und den Deckel vorsichtig nach oben abheben, ohne dabei Gewalt anzuwenden. Nun liegt das Innenleben vor uns und wir kommen an die Lasereinheit heran. Die Einstellungen für die Laserpower befinden sich auf der Rückseite des Lesekopfs. Um daran zu gelangen, müssen wir die 4 Schrauben der Laufwerksmechanik lösen. Nun lösen wir noch die beiden Flachbandkabel, die die Laufwerksmechanik mit der Hauptplatine verbinden. Dabei bitte besonders vorsichtig vorgehen.
Die Kabel lösen sich mit dem richtigen Gefühl ganz leicht. Gewalt ist hier völlig fehl am Platz. Das Flachbandkabel der Laseeinheit lösen wir jetzt nicht und drehen vorsichtig die Laufwerksmechanik wie gezeigt um. An der Unterseite sehen wir jetzt zwei Regler in Form von kleinen Potentiometern. Sie sind mit DVD und CD beschriftet. Tipp: Markiert euch unbedingt die aktuelle Position, bevor ihr nun daran dreht. Bei der Verstellung sollte man nur in kleinen Schritten vorgehen. Stellt euch vor, der Regler wäre eine Uhr. Dann sollte man beide jeweils nur eine Stunde vorstellen. Und dann schon ausprobieren, ob jetzt die DVDs wieder gelesen werden und den Vorgang lieber mehrfach wiederholen. Das erfordert zwar etwas Zeit, weil die PlayStation für jeden Versuch bis auf die Gehäuseschrauben, die man für einen schnellen Test weglassen kann, wieder zusammengebaut werden muss. Der Vorteil ist aber, dass man auf diese Weise dem Leser am Ende nur die Belastung zumutet, die benötigt wird, um wieder lesen zu können. So kann man seine Lebensdauer herauszögern, auch wenn man später noch einmal etwas dazugeben muss. Es bringt auch gar nichts, die Power zu stark zu erhöhen, denn das resultiert aufgrund von Übersteuerung des Signals ebenfalls zu Lesefehlern. Die Regler werden nun mit einem passenden flachen Schraubendreher im Uhrzeigersinn gedreht, um die Laserpower zu erhöhen. Wer ein Multimeter zur Hand hat, kann durch Nachmessen des Widerstands auch die getätigten Veränderungen genau nachvollziehen. Aber auch hier gilt es, nur kleine Schritte zu machen und lieber mehrmals auszuprobieren. Der Rückbau erfolgt genau andersherum. Achtet darauf, die vier Schrauben der Laufwerksmechanik der Reihe nach und über Kreuz mehrfach nur langsam und gleichmäßig anzuziehen, damit sich die Führungen der Laseeinheit nicht verziehen. Die Schrauben auch nicht zu stark festziehen. Die Gummipuffer sollten gut zentriert sein und dürfen nicht zerquetscht werden. Nun stecken wir vorsichtig auch die beiden Flachbandkabel wieder an. Achtet darauf, dass sie richtig und tief genug in ihren Fassungen sitzen. Den Gehäusedeckel aufsetzen. Achtung, vor dem Festschrauben prüfen, ob die Arretierungen richtig eingerastet sind und nicht das Gehäuse verbiegen. Schrauben anziehen und Abdeckungen wieder anbringen. Fertig! Nun sollte eure PS2 sowie unser Versuchsgerät wieder alles abspielen. Wie am Anfang schon erwähnt, nach dieser Reparatur kann man in den meisten Fällen erst einmal wieder spielen. Wer aber nicht nur einmal kurz ein altes Spiel ansehen möchte, sondern mehr intensives Retro-Gaming anpeilt, der sollte parallel zu dieser Reparatur bereits versuchen, einen Laser über die bekannten Plattformen zu bekommen. Denn gerade auf dem chinesischen Markt ist noch Ersatz verfügbar und die Laser kosten auch nur wenige Euro. Diese Reparatur hier, bei der wir lediglich die Laserpower etwas erhöhen, ist also keine Langzeitreparatur für Vielspieler. Der so wieder in Gang gesetzte Laser wird weiter verschleißen und zwar jetzt noch schneller als in den Jahren zuvor und eines Tages ganz ausfallen. Dann ist es gut, wenn man den passenden Ersatzlaser schon in der Schublade hat. Hier seht ihr die verschiedenen Lasertypen, die in den verschiedenen Modellpflegestufen der PlayStation 2 verbaut wurden. Es sollte recht leicht sein, den in eurem Gerät verbauten Typ zu identifizieren. Wir haben aber wie gesagt auch nichts zu verlieren, denn eine PlayStation 2, die nur PlayStation 1 Spiele oder gar nichts mehr abspielt, hilft uns auch kaum weiter.
Meistens haben wir sowieso noch eine PS1 im Schrank für solche Zwecke. Andersherum wird die Luft schon dünner, denn nur die allerersten Versionen der PlayStation 3 waren noch abwärtskompatibel zur PlayStation 2. Diese Version gab es aber in Deutschland fast gar nicht. Nur mit einer echten PlayStation 2 werden wir also unsere gesammelten PS2-Spiele noch einmal ohne Umwege genießen können. Umso wichtiger ist eine Haltung dieser rar werdenden Hardware. Wie man die gesamte Lasereinheit tauscht, zeige ich in einem anderen Video. Bis bald und viel Glück bei der Reparatur und viel Spaß beim anschließenden Retro-Gaming.